Die drei Finalistinnen zur Wahl der Miss Osthessen des Sommers 2019 stehen fest. Sophia Wehner, Julia Feller und Jessica Krebs haben es geschafft. Alle drei wollen nun den Titel holen. Zuvor steht noch ein Shooting mit Sally Uster auf dem Programm. Für die finale Runde sollen alle nochmal die gleichen Bedingungen haben. Im Studio von Uster lernen sich die jungen Frauen kennen. Das Eis ist schnell gebrochen. Von dem Fotografen gibt es noch ein paar hilfreiche Tipps für Posen und Gesichtsausdruck und dann geht es auch direkt los. Vor der Kamera posieren die drei in einem schicken und einem sportlichen Outfit. Die Mädels spielen mit der Kamera, zeigen sich von ihrer schönsten Seite und geben alles. Hier möchte jeder ein schönes Foto haben. Die Stimmung ist ungezwungen und locker, auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Wir wollen die Kandidatinnen noch einmal näher vorstellen und haben uns mit ihnen unterhalten. Hallo Sophia, du bist im Finale zur Wahl der Miss Osthessen. Stell dich doch einfach noch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin die Sophia Wehner, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Fulda. Was machst du denn beruflich und was machst du in deiner Freizeit gerne? Also ich bin gelernte Kinderkrankenschwester, aber arbeite in einer Notaufnahme. Und in der Freizeit mache ich viel Sport, Fitnessstudio, Schwimmen, Fahrradfahren, Joggen, sowas. Ihr werdet ja heute in zwei Outfits fotografiert. Warum hast du dich denn gerade für diese beiden Outfits entschieden? Ich denke mal, weil die mich einfach gut widerspiegeln, weil das einfach Klamotten sind, die ich zu Hause hatte, die ich auch normalerweise anziehe. Mal schick, mal sportlich. Jetzt nochmal deine Chance. Warum sollen denn die Leute bei der Wahl für dich abstimmen? Ich denke, weil ich bin, wie ich bin. Ich verstehe mich nicht. Ich bin einfach so. Und ich freue mich über jede Stimme. Hallo Julia, du bist im Finale zur Wahl der Miss Osthessen. Stell dich doch einfach nochmal kurz vor. Ja, ich bin Julia Feller. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Oberhode. Was machst du denn beruflich und was machst du in deiner Freizeit gerne? Ich mache momentan eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten und in meiner Freizeit verbringe ich sehr viel Zeit mit Freunden, gehe Inliner fahren oder verbringe Zeit mit meiner Tochter. Ihr werdet ja heute in zwei Outfits fotografiert. Warum hast du dich denn gerade für diese beiden entschieden? Also für das habe ich mich entschieden, weil ich finde Farbe halt sehr schön. Also ich mag Farbe. Und das andere ist, was ich in der Freizeit halt gern trage und da dachte ich, da passt das einfach hier auch dazu. Jetzt nochmal deine Chance, ein bisschen Werbung zu machen. Warum sollen die Leute denn für dich abstimmen? Ja, weil ich selbstbewusst bin, freundlich bin, lieb bin und denke einfach, dass ich das gut meistern kann und Fotos mag und ja. Ja, hallo Jessica, du bist im Finale zur Wahl der Miss Osthessen. Stell dich doch einfach nochmal kurz vor. Mein Name ist Jessica Krebs, ich bin 25 und komme aus Heppstein. Was machst du denn beruflich und was machst du in deiner Freizeit gerne? Ich bin Sozialpädagogin, treffe mich in meiner Freizeit gern mit Freunden, lese gerne, spiele ein bisschen Gitarre. Ja. Ihr werdet ja heute in zwei Outfits fotografiert. Warum hast du dich gerade für diese beiden entschieden? Also ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht alleine entschieden, weil ich zu viele Lieblingsoutfits habe. Freunde von mir haben dann geholfen, Gott sei Dank, sonst wäre das, wäre ich heute überfordert gewesen. Und warum die beiden? Ja, weil ich sie schön finde einfach. Also ich finde, sie gefallen mir einfach gut an mir. Jetzt nochmal deine Chance. Warum sollen denn die Leute ihre Stimme genau für dich abgeben? Also ich wurde so ein bisschen in das Abenteuer, nenne ich es mal, reingeschubst. Jetzt habe ich natürlich auch so ein bisschen Luft geschnuppert und jetzt will ich das Ding natürlich auch gewinnen. Jetzt entscheiden die Leser, wer die Miss Osthessen des Sommers 2019 wird.